Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Dream Recall Frequency am effektivsten nutzt und deine Traumerinnerung auf ein neues Level hebst. Die Dream Recall Frequency funktioniert so, indem du zwei Frequenzen hast. Auf der einen Seite hast du eine Induktion und auf der anderen Seite hast du eine Condition-Frequenz. Das bedeutet, die Induktion nutzt du, um die Traumerinnerung zu induzieren, und die Condition heißt, dass du damit das trainierst. Ja? Und du, beide haben unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Die Induktion hörst du immer vor dem Schlafengehen. Ich empfehle dir einfach die ersten 7 Tage, nachdem du die Frequenz sozusagen hast, jeden Abend vorm Schlafengehen genau, die dauert 40 Minuten zu hören mit Kopfhörern, weil dann hast du dieses 360 Grad Ambiente und die Binaural Beats und die 3D-Technologie wirken intensiver. Und wenn du dann fertig bist, legst du dich ganz normal ins Bett und dann tust du über Lautsprecher, jedoch kannst du einfach einen Single-Lautsprecher oder Stereo-Lautsprecher hören. Also da musst du nicht zwingend irgendwo links, rechts haben, einfach irgendwo im Raum die Lautsprecher hinhören. Du kannst, wenn du möchtest, auch natürlich mit Kopfhörern das Ganze hören. Und die Induktion ist mit Binaural Beats und die Condition hat isochrone Töne. Das bedeutet, du brauchst eben zwingend keine Kopfhörer. Ja. Das heißt, du legst dich, nachdem du die Induktion gehört hast, einfach ins Bett, tust die Lautsprecher einschalten und lässt die Condition, die dauert genau 1 Stunde, einfach dann laufen. Ich empfehle dir, da keinen Loop zu machen. Das heißt, wenn die Frequenz durch ist, dann soll sie aufhören und soll beendet werden. Das kannst du gerne vorher testen, ja, ob es funktioniert. Einfach dann nach vorne spulen und dann sehen, wenn es zu Ende ist, nicht, dass dann irgendwas anderes anfängt, während du dann schläfst. Ja. Und so trainierst du vor dem Schlafengehen 40 Minuten lang mit einer Technologie deine Alpha-Brücke zu trainieren, und auf der anderen Seite lernst du, wenn du einschläfst, wird dein Gehirn eben von oberen Alpha-Bereich bis zum tiefsten unteren Theta-Bereich trainiert. Das heißt, die eine trainiert deine Alpha-Brücke und die andere deine Alpha- und Theta-Brücke zusammen. Ja? Das heißt, deine Traumerinnerung wird sehr, sehr intensiv trainiert damit. Ja? Und wenn du das öfter hörst, dann wirst du damit sehr starke Ergebnisse erzielen. Auf der einen Seite empfehle ich dir jetzt, nachdem du sie hast, 7 Tage lang in der Kombination zu nutzen, und nach 7 Tagen dann kannst du dann ganz beliebig, was dir am liebsten ist, entweder die eine oder die andere hören. Wichtig ist immer, dass du direkt vor dem Einschlafen das anhörst. Du kannst auch, wenn du möchtest, zusätzlich in der Früh nach dem Aufstehen die Alpha-Frequenz hören. Jedoch vergesst nicht, dass es da passieren kann, dass du da wieder einschläfst. Ja? Also wenn du sagst, ich will danach in den Tag, dann kann es auch passieren, dass du aber einschläfst. Aber damit würdest du sozusagen auch untertags kannst du das nutzen, dass du einfach einen meditativen Zustand damit indizierst. Diese Frequenz ist nicht nur für die Traumerinnerung, sondern sie hilft dir, wenn du es länger nicht meditiert hast, einfach leichter wieder in den meditativen Zustand hineinzukommen, weil die Frequenz dich ja im Wachzustand abholt und dann durch die Alpha-Brücke in den Theta-Zustand hineinführt. So, noch ganz kurz, du hörst bei dieser Frequenz 7-mal ein Om. Ja? Das bedeutet, wenn du die Induktion hörst, dann hast du, bei der Condition ist das nicht, sondern nur bei der Induktion, da hast du eben 7-mal die jeweiligen Chakren. Ich habe da nämlich ein eigenes Ambisonics-Mikrofon, also das ist ein 360-Grad-Mikrofon, und da habe ich Klangschalen auf den jeweiligen Positionen gelegt, wo dein Chakra ist, und die Klangschalen, die auch für das jeweilige Chakra zuständig sind. Ja. Das heißt, du tust nicht nur auf der einen Seite deine Traumerinnerung steigern und deine Verbindung zum Unterbewusstsein stärken, sondern auch gleichzeitig deine ganzen Chakren reinigen, erden und aktivieren. Ja. Es läuft hier keine Chakra-Frequenz, sondern nur eine Technologie dahinter. Und das heißt, du hörst, wenn du anfängst, das Wurzelchakra, und dann geht es vom Wurzelchakra in das Sakralchakra, in das Solarplexuschakra, dann in das Herzchakra, in das Halschakra, drittes Augechakra und in das Kronenchakra hinein. Und du hörst dann jedes Mal 4-mal, also eigentlich 3-mal Anschlag, dann wieder 3-mal Anschlag, 3-mal und 3-mal. Also
3, 6, 9, 12 Mal wirst du insgesamt einen Gong hören. Und dann ist eine kurze Pause und dann kommt das nächste Om und dann geht es zum nächsten Chakra. Und das ist ganz einfach aufgebaut. Das heißt, du hörst die Induktion und wenn du das erste Om hörst, dann heißt es, jetzt fangen die Chakren an bei deinem Wurzelchakra. Und dann, das Ganze läuft ungefähr 6 Minuten, also im ungefähr 6-Minuten-Takt fängt dann das nächste Chakra an. Das heißt, du wirst dann nach 6 Minuten das nächste Om hören und dann kommen die Klangschalen, die für das nächste Chakra, also von unten nach oben, zuständig sind. Ja, und das Ganze nutzt du so, indem du einfach meditierst mit Kopfhörern und wenn du das erste Om hörst, dann hörst du dann unmittelbar danach die nächsten Klangschalen, ja, also die ersten Klangschalen. Und während bis zum nächsten Om fokussierst du einfach deine ganze Aufmerksamkeit auf dem jeweiligen Chakra. Wenn du dann das zweite Om hörst, dann fokussierst du bei diesem Chakra deine Aufmerksamkeit und so weiter. Und so gehst du dann nach oben und trainierst sozusagen auch deine Chakrenverbindung. Ja. Sozusagen kannst du mit dieser Frequenz nicht nur deine Traumaerinnerung steigern, sondern jeden Tag, wenn du sie nutzt, dann deine ganzen Chakren reinigen, erden und aktivieren. Ja, was verändert sich noch bei der Frequenz? Auf der einen Seite, es wird nicht nur deine Traumerinnerung gesteigert, sondern deine Intuition und die Verbindung zum Unterbewusstsein bzw. Überbewusstsein. Ja. Weil du musst dir das so vorstellen wie so ein Fenster und mit jedem Mal hören wird im Gehirn dieser Alpha-Areal trainiert und das Fenster geht immer weiter auf und somit passen viel mehr Informationen durch und nach diesem Fenster ist sozusagen auch eine Brücke da und desto öfter man das Gehirn auf diesem Areal trainiert, wird diese Brücke am Anfang aus einer Holzbrücke, danach wird sie zu einer Betonbrücke und danach wird sie eine riesengroße, stabile, feste Brücke und das Fenster ist offen oder die Tür, wie man es auch immer nennen möchte. Und dann hast du sozusagen die Informationen, die du in der Nacht erlebst oder das, was passiert, wird übertragen von diesem Theta-Bereich über die Alpha-Brücke in den Wachzustand, in den Beta-Bereich. Ich empfehle dir zusätzlich noch, das ist etwas, was ich auf jeden Fall tun würde an einer Stelle, ein Traumtagebuch ab heute oder ab dem Tag, wo du es nutzt, zu führen. Und am besten ist es so, dass du einfach das Traumtagebuch nimmst. Und einfach, egal wenn du nichts träumst, dann schreib nicht hin, ich habe nichts geträumt heute Nacht, sondern schreib einfach hin, heute konnte ich mich nicht an meine Träume erinnern, jedoch wird mir am nächsten Tag mein Unterbewusstsein dabei helfen, meine Traumerinnerung zu steigern oder mir werden die Träume im Laufe des Tages wieder einfallen. Ja? Zusätzlich, also falls du nichts träumst und wenn du etwas träumst, dann hol dir die letzten Szenen und ich empfehle dir auf jeden Fall noch, wenn du aufwachst in der Früh, dass du, wenn du munter bist, dass du immer deine Augen geschlossen hältst, ja, und dann die ersten paar Minuten, wenn du wach geworden bist, im Geiste nochmal alles durchgehst. Ja. Und nachdem du dir wirklich sicher bist, okay, das habe ich erlebt und das gehst du von vorne bis hinten nochmal durch im Geiste, dann wachst du auf, holst dein Traumtagebuch und händisch, nicht mit dem Laptop oder nicht am Handy, und dann schreibst du alles nieder. Du kannst auch ein Handy nehmen und das Ganze recorden in einer Audioaufnahme. Wenn du am Anfang noch während dem Schreiben Sachen vergisst, dann nimm dir ein Record auf und sprich alles rein und unmittelbar danach drückst du auf Play und schreibst es dann händisch nieder. Ich empfehle trotzdem, das vorher händisch zu machen weil während du schreibst, bist du connected dann durch diese Alpha-Brücke und dann wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass du während dem Schreiben Dinge vergisst, ja, oder mit öfteren Hören und Trainieren und auch Schreiben des Traumtagebuchs wird sich das von selber klären. Ja. Auf jeden Fall schreib das alles dann nieder und ich würde auch dazu schreiben, dass das Unterbewusstsein weiß, wenn du diese Frequenz hörst, dass damit sich mit jedem Tag, weil durch das Schreiben ist es wie eine Programmierung, wie eine Hypnose. Du kannst einfach am Ende des Traumtagebuchs schreiben, vielen Dank, liebes Unterbewusstsein, dass du mir durch die Alpha-Frequenz hilfst, meine Traumerinnerung deutlich zu steigern und ich bitte darum, dass morgen die Traumerinnerung dadurch doppelt so gut sein wird und dann hypnotisierst du schon dein Unterbewusstsein durch das Traumtagebuch, damit die Wirkung der Frequenz morgen nochmal doppelt so stark wirkt, ja.
Das ist eine Methode. Ich mache auf meinem Marco C. Lorenz YouTube-Kanal noch ein eigenes Video mit weiteren Methoden, wo ich dir noch mehr Tipps dazu gebe. Ja. Gut, so viel dazu. Ich wünsche dir viel Freude damit. Das ist ein wunderschönes Ambiente, die Dream Recall, die neue Version von MDR. Das Ganze findet in Green Cay Nature Center statt, im Sumpfgebiet, im Sumpfland. Und ja, lass dich einfach überraschen, lass dich darauf ein. Du kannst auch die Condition, die funktioniert entweder in Ambisonics, also mit Kopfhörern, oder mit Lautsprechern. Die funktioniert mit beidem. Ja. Und du kannst die auch abwechseln. Du kannst auch sagen, nach dieser einen Woche, wenn du das Training gemacht hast, kannst du nur mit der einen hören oder mit der anderen und so weiter. Ich würde auf jeden Fall mit Kopfhörern die ersten 7 Tage mindestens die Induktion hören, weil damit trainierst du es ganz intensiv. Ja. Und die Induktion geht auch vom Tag, von der Musik, von der Ambiente her, geht dann in die Nacht und dann es fängt mal kurz so ganz leicht zu tröpfeln an und danach geht das Ganze dann rüber in die Nachtambiente und die Condition, die da laufen, das ist auch ein Nachtambiente, also die hörst du beim Schlafen und da laufen Grillen, also sie laufen nicht, aber da hörst du Grillen dann einfach in der Nacht, das sehr angenehme Grillen, die dann sozusagen dich nochmal beruhigen und im Hintergrund hörst du dann einfach die Alpha-Frequenz. Ja. Wichtig ist, dass du keinen Loop machst, der dann die ganze Nacht durchläuft. Ja. Wenn, ist nicht tragisch, passiert nichts, aber die Frequenz geht eben von oben nach unten und fängt dann, würde dann halt wieder von vorne anfangen und hätte dann einen Sprung. Ja. Gut, also, ich wünsche dir viel Freude mit der Dream Recall und bis zum nächsten Video.